Heute werde ich mit Daniel und Jessica meine Designpläne für ihr Haus besprechen. Es sieht aus wie alle anderen Häuser in dem Viertel. Sie wurden alle gleichzeitig in den 50er Jahren gebaut. Daniels Bruder wohnt um die Ecke in einem identischen Gebäude. Unser Standardhaus spiegelt nicht unsere Persönlichkeit wider. Der Grundriss ist für eine fünfköpfige Familie sehr ungünstig. Wir haben drei wunderbare Kinder. Die ältesten beiden Mädchen sind adoptiert. Und unser kleiner Sohn ist das Sahnehäubchen. Wir hängen sehr an diesem Haus. Hier kamen unsere Töchter in unser Leben. Daran haben wir viele Erinnerungen. Aber wir wünschen uns, dass sich das Haus auch wie ein Zuhause anfühlt. Wir müssen hier richtig viel verändern. Wir haben ein Budget von $90.000. Ich glaube, besser können wir unser Erspartes nicht anlegen. Hier werden wir ja den Rest unseres Lebens verbringen. Good morning. Ready for this? Bereit? Es gibt vor allem drinnen was abzureißen. Draußen müssen wir nur diese Beete entfernen. Die ersetzen wir durch Holz. Und diese Dinger sind überflüssig. Das hier wird alles mit Holz verkleidet. Und den Backstein verlängern wir bis ganz drüben. Das macht den Look einheitlicher. Neue Tür? Ja. Liebe Jasmine, liebes Team, nochmal vielen Dank, dass ihr das für unsere Familie tut. Möge eure Kreativität Wände niederreißen. Diesen Brief werde ich in Ehren halten. Und die Wand reiße ich nieder. Der kommt weg. Weg, weg, weg. Die ganze Küche kommt raus. My one goal. Mein Ziel war es, Daniel und Jessica mit der Renovierung das zu geben, was sie sich sehnlichst wünschen. Dass die Familie die Zimmer im Haus gemeinsam nutzen kann. In den schönen, nach einem ganz offenen Konzept umgebauten Räumen ist das jetzt möglich. Ich habe ihnen einen Platz zum Leben erschaffen. Sieht gut aus. Stimmt. Gut gemacht. Oh, wow. Oh mein Gott! Guck dir das an! Ein ganz neues Haus. Hi! Hi, you guys! Oh mein Gott! Das sieht so toll aus! Thank you! Oh, thank you. Ist das wirklich unser Haus? Wirklich? Ich liebe es! Ich bin sprachlos. Die Front eures Hauses war vorher sehr unruhig. Jetzt ist sie schlichter, aber schön. Das meiste haben wir für die Innenräume ausgegeben. Trotzdem hat sich auch das Äußere sehr verändert. Ich hätte nie gedacht, dass Grau so gut aussehen könnte. Die Bank geht um die Ecke. Wie schön. Die Kinder werden sie lieben. Ihr könnt hier draußen mit der Familie entspannen. Wollt ihr jetzt reingehen? Ja, dürfen wir? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie schön. Das ist unser Haus. Wie aus einer Zeitschrift. Ich habe noch Witze darüber gemacht. Und jetzt heule ich wirklich. Die Küche. Hier können die Kinder essen. Mit Namensschildern. This is on wheels. Der hat Rollen. Für euch geschreinert. Ihr kocht ja gern mit den Kindern. Früher mussten sie das Gemüse am Esstisch schneiden. Aber ich hatte eine Idee. Das könnt ihr aufmachen. Und darunter ist ein Mülleimer. Genial. Man kann den Wagen leicht rollen. Ihr könnt ihn dahin schieben, wo ihr hin wollt. Wäre ich ein Kind, würde mir Aufräumen hier Spaß machen. Ja. Wisst ihr noch, wie voll eure Schränke waren?
Nehmen wir uns einen Moment Zeit und sehen uns an, wie viel Platz ihr jetzt habt. Großartig. Oh. Oh wow. My God. This is beautiful. Wunderschön. And we have some more space und viel Stauraum. Yeah. I think you guys might ihr braucht mehr Zeug. Yep. Von der Küche geht es direkt in euer schönes neues Esszimmer. Gleich nebenan. Oh, wow. Oh, God. Oh, this is perfect. Es ist perfekt. Oh, look at all this so viele Sitzgelegenheiten. Es wirkt viel größer als vorher. Trotzdem habt ihr hier drüben auch noch viel Platz. Ich muss euch noch was zeigen. Tut mal so, als würden eure Kinder am Tisch sitzen und essen. Und zwar so. Das kenne ich. Dann müsst ihr nur das machen. What? No way. Oh, wow. What? Yes. Dass es sowas gibt? Jetzt haben wir es. Eure Familie ist schnell gewachsen. Deshalb wollte ich euch den Alltag erleichtern. Ihr habt noch nicht mal die Hälfte gesehen. Das Wohnzimmer wirkt jetzt viel größer. Ich kann mich kaum noch erinnern, wie es war. Es ist das gleiche Zimmer, aber es sieht ganz anders aus. Wie sah es aus? Keine Ahnung. Über dem Kamin hing ein riesiger Fernseher. Ein echtes Monster. Daniel, ich habe dich gefragt, ob du mit einem kleineren Bildschirm einverstanden wärst. Und deine Antwort war... Nein. Ich habe eine Lösung gefunden. No way. Echt jetzt? Wow. Wir gewinnen beide. Ich habe mich schon gefragt, wo er steckt. Du wurdest ganz still. Da musste ich schnell was sagen. Sagenhaft. Ein ganz neues Haus. Ihr habt Großes geleistet. Ein Volltreffer. Die persönlichen Details sind wunderbar. Wunderschön. Es ist perfekt. Jetzt fühlen wir uns hier zu Hause. Wir freuen uns darauf, unsere Kinder hier aufwachsen zu sehen.